Einen schönen Nachmittag aus Sri Lanka. Wir sind bereits in unserem Hotel in der Nähe vom Bundala Nationalpark und in den soll es heute gehen. Der Bundala Nationalpark ist nicht so bekannt wie der Yara Nationalpark, aber definitiv sehenswert, vor allem weil hier sehr viele Zugvögel überwintern und das ist also eins der Gebiete mit den meisten Zugvögeln hier in Sri Lanka. Bis zu 200 Arten kann man mit ein bisschen Glück sehen. Und jetzt gerade ist auch Winter, also wir haben Anfang Januar. Und entsprechend sind die ganzen Zugvögel gerade hier. Ja, und wir sind jetzt sehr gespannt, wir haben eine Tour gebucht. Ignoriert ein bisschen mein Outfit, ich habe gestern meinen Geburtstag hier im Pool gefeiert, bin rot wie ein Hummer. Ich bin mit 3 Lagen Sonnencreme eingecremt, insofern werden wir den Tag heute überstehen. Hier ist unser Jeep. Hallo, hi Martina. Okay, tschüss. Face first. Ups, na, da können auch größere Tierchen und Elefanten kommen und ich glaube, wir sind relativ safe. Ja, macht das nicht zum ersten Mal. Wir sind jetzt in unserem Nicht-Tuk-Tuk und die Tour habe ich über TripAdvisor gefunden, weil hier in der Gegend unseres Hotels gibt es nicht viele Tourenanbieter. Wir sind hier nirgendwo. Und ja, wir zahlen jetzt 50 Euro pro Person und ich freue mich jetzt auf den Nationalpark. Hier kommt gerade eine Horde Büffel raus. Wir fahren jetzt gerade hier in den Nationalpark ein und wie man sieht, es ist nass. Das ist nämlich ein Sumpfgebiet und entsprechend überwintern hier halt auch sehr viele Vögel, die es gerne nass mögen. Oh ja, das ist ein Storch hier. Da ist zum Beispiel schon der erste Storch. Jetzt fahren wir hier noch zum Ticketcounter. Es gibt noch Tickets. So sieht es hier aus. Tatsächlich nicht viel los, Gott sei Dank. Nicht, dass wir wieder im Stau stehen wie im anderen Park. Schaut euch gerne das Video dazu an, das wir jetzt einblenden. Genau, das ist der Bundala International Ramsar Wetland. Bisschen gespannt, was da so gibt. Falls sich jemand für die Eintrittspreise interessiert, hier als Non-Sar Country, also Foreigner, sind es 12 US-Dollar pro Person. Also wie viel insgesamt, Martina, für uns zwei? Für Kinder die Hälfte, für uns 24 und das auch nur, weil wir zu den Kindern. Weiß ja, da steht nicht, wie alt Kinder sind. Was jetzt noch sehr cool ist, ihr seht vielleicht, dass da jetzt 2 Leute im Auto drin sitzen, denn uns begleitet heute ein Wildhüter und ja, der kennt sich hier natürlich richtig gut aus. Erster Halt. Es ist gerade eine Familie von Schwarzkopflanguren über die Straße vor uns gejumpt. Der eine, der sitzt da drüben und die anderen, die sind da oben im Baum drin. Die Affen haben wir schon gesehen, die ersten Vögel haben wir schon gesehen. Da sitzt ein Pfau und hier ist tatsächlich erst der Eingang. Ja. Diese Pfauen sind halt hier auch wahnsinnig zahm. Hier unten im Grünzeug in der Mitte läuft gerade eine Landschildkröte durch die Gegend. Die könnte auch 1/2 Meter kriegen, wenn sie ausgewachsen wäre. Das ist jetzt ein kleines Exemplar, hat vielleicht so 25 cm. Aber einen richtig hübschen Panzer. Da ist ein Bunny. Wir fahren hier jetzt gerade an See vorbei. Ohne Scheiß, in jeder Ecke ist irgendein anderer Vogel. Krokodile, Schlamm. Ich hoffe, dass wir uns nicht festfahren, so wie letztens. Wir haben jetzt ein Krokodil gesichtet. Schwimmen hier im Tümpel rum. Tina macht natürlich gleich Fotos.
Übrigens, hier gibt es Salzwasser- und Süßwasserkrokodile. Die Salzwasserkrokodile werden bis zu 7 Meter lang. Die Süßwasser sind kleiner. Die Straße ist nach wie vor ein bisschen eine Herausforderung. Aber unser Fahrer macht das richtig gut. Eine ganze Kolonie Buntstörche gesichtet. Die chillen da alle sehr gemütlich gerade. Das war jetzt der erste Jeep, der an uns vorbeigefahren ist. Die sind im Doppelpack unterwegs, aber es ist echt nicht viel los. Gar kein Vergleich zu anderen Parks, wo wir hier schon waren. Also. Oh! Das war ein Jeep drin geblieben. Wo? Da vorne? Ja. Es passiert ja wohl öfter, dass Jeeps hängen bleiben. Ich sag nur Hurulu Nationalpark hier in Sri Lanka, wo wir auf einer Elefanten-Safari einfach ein kaputtes Auto hatten. Ja, dass man da stecken bleiben kann, glaube ich. Hier ist nicht nur das Meer, sondern eben auch Strand. Und dieser Strand ist ein typisches Brutgebiet für Meeresschildkröten. Mit ein bisschen Glück sieht man die hier sogar im Wasser, weil sie im Schutzgebiet ist und sie ihre Ruhe haben, bis auf ein paar Fischer, die da ihre Boote abgestellt haben. Hier nehmen wir jetzt eine kleine Pause ein. Hier stehen die Autos, also drei Jeeps sind wir jetzt, das sind die zwei von vorhin. Und da ist auch so eine Übersicht, was es hier an Tieren so gibt. Da gehen wir jetzt mal hin. Und das ist der Seeadler wieder. Oh, hier gab es sogar Pangoline. Die Schuppentiere da sind recht bekannt geworden dafür, dass sie in Verdacht stehen, uns die Corona-Pandemie beschert zu haben. Krokodile haben wir gesehen. Ja, tatsächlich haben wir viele von denen, die da sind, gesehen. Ich hätte ja gerne die Katzen hier noch gesehen. Jetzt geht es langsam zum Parkausgang, weil du um 18 Uhr schließt. Aber sehr geil, wir haben echt brutal viel gesehen. War richtig toll. Hier ist jetzt ein Stau, in Anführungszeichen, zwei Jeeps, weil hier Rehe sind. Die sind hier etwas besonderer. Wenn ihr euch gefragt habt, warum die Wasserbüffel heißen, ja. Die haben hier gerade Badetag.
Denen geht so richtig gut. It looks fun. Wir haben einen Elefanten. Ein riesiges Männchen. Steht vor uns. Seht ihr den? Der ist irgendwie gerade nicht so amused, habe ich das Gefühl. Naja, wohl mit den Ohren. Wir fahren jetzt gerade vom Elefanten weg. Weil irgendwie geht er auf uns zu. Es ist echt beängstigend, wenn so ein Elefant auf euch zukommt. Er wirkt jetzt zwar nicht aggressiv, aber trotzdem, anlegen will man sich halt mit dem echt nicht. Jetzt traut sich der andere Jeep auch mal vorbeifahren. Mag der Elefant nicht mehr. Die Tour ist vorbei und was soll man sagen? Gigantisch. Wir haben so viel Wildlife gesehen. Das war echt cool. Und zum Schluss ist auch noch der Elefant, der da auf uns zugegangen ist. Da wird es euch echt anders, wenn so ein Elefant auf euch zugeht. Man glaubt es kaum, weil normalerweise sieht man die immer so, ja, hinter Zäunen. Aber wenn der frei ist und tun kann, was er will, auch dein Auto angehen, wenn er möchte, dann ist es schon ein komisches Gefühl. Aber tatsächlich ist der Bundala Nationalpark echt cool gewesen. Dafür, dass er nicht so overhyped ist, mega. Der Bundala Nationalpark ist ein absoluter Geheimtipp für alle Leute, die wirklich Vogelfreunde sind, Hobby-Ornithologen oder Leute, die Vögel fotografieren wollen. Weil es nicht so voll ist, weil man eben die ganzen Zugvögel hier hat, die man in anderen Regionen nicht unbedingt sieht. Und weil man hier halt auch wirklich Zeit hat, die Vögel in Ruhe zu fotografieren. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Und falls ihr also Interesse in die Richtung habt, setzt so auf eure Bucketlist und kommt hierher. Der Park hat es auf jeden Fall verdient.